Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ich habe hier wieder ein Paket bekommen. Das schauen wir uns gleich an. Aber davor gibt es geile, klasse, saftige Neuigkeiten. Und zwar, oh, ist hier. Gestern Abend, gestern Nacht wurde es angekündigt von Niantic. Ich blende es mal hier ein. Ingame-Benachrichtigung kam auch schon. Der ist ab heute da. Also, falls ihr einen 5-Eye seht, es kann nicht nur Raikou sein, sondern auch Ho-Oh. Und der wird bis zum 12.12. da sein. Interessantes Datum. Und interessantes Datum, dass er heute erscheint, 28. Auf jeden Fall lese ich kurz mal die Nachricht vor. Trainer, herzlichen Glückwunsch. Wir haben euch herausgefordert. Ja, habt ihr. Ich habe die Herausforderung angenommen und wurde dafür zweimal gesoftbannt sogar jetzt schon. Aber mehr dazu dann bei der Statistik. Und ihr habt geliefert. Und wie ich geliefert habe. Zusammen habt ihr über 3 Milliarden Pokémon während dem Wettbewerb gefangen. Und viele fantastische Belohnungen freigeschaltet. Yep. Aber das ist noch nicht alles. Und jetzt seid ihr dran. Ho-Oh erscheint ab sofort bei Raidkämpfen in Arenen weltweit bis zum 12. Dezember. Okay. Also sagt euren Freunden Bescheid und haltet gemeinsam nach Ho-Oh Ausschau. Alles klar. Es wurde vor ein paar Tagen am Wochenende irgendwie ein Ho-Oh EX-Raid gesichtet. Und schon ist er hier. Überrascht mich auf jeden Fall. Damit habe ich echt gar nicht gerechnet. Also viele meinten, der will kommen, aber ich habe es echt nicht geglaubt. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr an Ho-Oh geglaubt habt. Auf jeden Fall hier, wie immer, ihr wisst, ein paar Infos. Und zwar 100% Ho-Oh 2222. Das ist übrigens meine Lieblingszahl, weil ich am 22.02. Geburtstag habe. Also eigentlich müsste ich ein 100% bekommen. Aber schauen wir mal. Bester Counter natürlich, so wie immer, Geowatz. Geowatz zu krass. Ansonsten halt Wasser und Gestein. Oder eben auch Donner, weil er halt Flug ist, aber Geowatz eigentlich am besten. Dann vielleicht noch ein paar Despoter mit Steinkante, falls ihr noch habt. Falls ihr die noch nicht alle auf Bisknische umgewandelt habt für Mewtwo. Und Simsalazulrates wie ich. Mal schauen, wie viele Leute man für Ho-Oh braucht. Wir werden auf jeden Fall wieder einen Min-Raid-Versuch starten. Gegen Suicune hatte ja keiner die richtigen Counter. Da haben wir es nicht versucht. Und Raikou leider eigentlich auch nicht. Aber jetzt, da wieder Geowatz. Vor allem jetzt mit dem neuen Update von gestern kann man höher pushen. Sprich, meine sind noch gar nicht Max. Jetzt kann ich nochmal die Geowatts pushen, dann sind die nochmal ein bisschen stärker. Übrigens auch sehr gut gegen das Volnunna, wo es so knapp war. Jetzt müsste ich es hoffentlich schaffen. Aber mehr dazu dann demnächst. Das war's eigentlich. Ho-Oh ist draußen. Geht's raus, fangt den. Und wir checken jetzt noch die Box ab, die ich bekommen habe. Und dann natürlich noch die Statistik, wie viel EP ich gemacht habe während des Events noch. So, ich bin echt gespannt. Puh. So, ich hoffe, ihr könnt was sehen. Moment, ich stelle das mal zur Seite. Ich stelle das mal ein bisschen weiter rechts. Müsstet ihr eigentlich alles sehen können. Danke auf jeden Fall an Get Digital. Das ist eine Box von denen. Das ist so eine Webseite, die haben verschiedene coole Sachen. Und eben auch diese Box, die es jeden Monat gibt. Checkt auf jeden Fall die Webseite ab. Und jetzt schauen wir mal. Dinosaurierwelt. Eine Dinosaurierfigur. Ich weiß schon genau, wer die bekommt. Oh, Lego. Hä? Wo steht hier Lego? SHX, alles klar. Also, das Thema der Box ist Wissenschaft. Okay, deswegen Dinosaurier. Oh, den baue ich jetzt schnell. Ich habe früher als Kind immer gerne Lego gezockt. Tada! Das war's. Der Dino. Schauen wir mal, was hier noch in der Box drin ist. Oh. Fast ein Teil übersehen. Okay. Okay, was ist denn das hier? Ein T-Shirt, oder? So, wir haben ein T-Shirt am Start. Für die Star Wars Fans
May the mass times accelerations be with you. Alles klar. Coole Sache. Eine Trinkflasche. Könnte ich eigentlich gut gebrauchen. Immer wenn ich farmen bin. Anstatt direkt mit der Flasche, Plastikflasche rumzulaufen. Was haben wir hier? Breaking Bad, eine der geilsten Serien. Nur habe ich jetzt gerade keine Ahnung, was das hier ist. Ja, Breaking Bad, aber leider keine Ahnung, was das ist. Abenteuer von Heisenberg, Schrödinger und Ohm. Aber nicht der Ding Heisenberg von Breaking Bad. Ein kleiner Comic, okay. Für die Wissenschaftler. Werner Heisenberg. Heisenberg war ein deutscher Physiker. Okay. Erwin Schrödinger. Gilt als einer der Begründer der Quantenmechanik. Okay. Der Physiker und Mathematiker Ohm war einer der ersten, der die Elektrizität ausführlich erforscht hat. Okay. Echt interessant. Aha, hier. Epische Get Digital Lootbox für Nerds und Geeks. Ist, glaube ich, alles erklärt. Okay. Das ist ein Untersetzer. T-Shirt. Okay. Ich will das nicht ganz genau anschauen, weil ich will mich nicht spoilern. Hier haben wir noch. Oh, das ist geil. Ein Zombie Adventskalender. Okay, der ist echt geil. Den können wir erst später aufmachen. Erst zum ersten. Top. Das ist echt geil. Was haben wir denn hier? Technologie Review. Cooles Magazin. Über Technik, okay. Das gönne ich mir später. In der U-Bahn. Wenn ich nach Pasing fahre. Auf jeden Fall Wissenschaft. Da kann man viel lernen. Check das ab. Für alle, die es interessiert. Okay, krass. Oh, warte, das kommt. Das kommt noch. Das zeige ich euch gleich noch. Machen wir erstmal das hier auf. Oh Gott, kann ich das aufreißen? Ja, ja, warte, Moment, ich kann das aufreißen. Warte mal. So, bam. Ich glaube, ich habe ein Poster. So. Heute, was ist denn das noch? Dr. Who, glaube ich. Dr. Who, hier steht's. Serie leider nie geschaut. Dementsprechend sagt mir das leider nicht viel. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr Dr. Who kennt. Für mich leider nichts, aber jetzt das hier. Das ist krass. Ein Spiel. Vielleicht zocke ich das mal mit den Jungs. Okay, scheiß drauf. Mach ich das mal auf. Krasse Sache, was da alles drin ist. Das Wortspiel Elementable. Alter ab 14. Spiele 1 bis 5. Perfekt. Anleitung. Okay. Interessant. Oh. Okay, ich kann sie jetzt nicht einfach spielen, aber schauen wir mal. Vielleicht spiele ich das mal mit den Jungs. Wir hatten eh vor, ein paar Spiele zu spielen, also nicht jetzt auf dem Pokémon-Channel, aber früher auf dem Yu-Gi-Oh!-Channel so ein paar Spiele gegeneinander. Das würde sich gut anbieten. So, nochmal Dank an Get Digital. Wie gesagt, das ist so ein Online-Shop mit verschiedenen Sachen rund um Geek und Nerd-Stuff. Und jeden Monat verschicken die auch noch eine Box zu einem bestimmten Thema von ihren Sachen. Waren ein paar echt interessante, coole Sachen dabei. Die können wir uns aber erst nach dem Event genau anschauen. Weil jetzt ist immer noch Doppel-EP und Doppelstaub. Das muss ausgenutzt werden. Dementsprechend schauen wir uns nochmal die Statistik an von gestern. EP. Leider nicht so viel, wie ich wollte. Nur 900.000. Nicht mal ganz. 880.000. Bisschen schwach. Aber was soll man machen? Die Motivation sinkt. Es ist so kalt. Ich habe wieder einen Softbank kassiert. Okay, zum Glück erst am Ende, wo ich eh gehen wollte. Aber das hindert einen auch. Mal schauen, wie viel ich heute zocken kann.
Vor allem, weil ich heute arbeiten muss, also ich kann erst nur die Hälfte, sagen wir mal, zocken. Aber immerhin. Aber EP-technisch bin ich jetzt bei kurz vor 57 Millionen, also es fehlt nur noch 3,15. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Pokestops gedreht, über 500 gestern. Pokémon gefangen, über 600, fast 600, nicht ganz. 595. Wir nähern uns der 100.000. Das ist echt geil, das ist richtig krass. Eines meiner großen Ziele vor dem neuen Jahr. Und so wie es aussieht, werde ich das locker schaffen. Entwickelt wieder ein bisschen mehr. 250. Oh ne, nur 150. 2 Entwicklungssessions, stimmt. Da geht noch einiges. Deswegen habe ich so wenig EP gestern gemacht. Alles klar. Aber die Ressourcen werden auch langsam knapp. Ich kann da echt nicht mehr viel entwickeln. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Ich habe eigentlich nur noch Topsy. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Danke an die coole Box von Get Digital. Und Ho Oyster, geht's raus. Fang zu auch. Schauen wir mal, ob ich heute noch einen bekomme. Wird ziemlich knapp. Aber echt überraschend. Schreibt unten in die Kommentare, wer von euch sich auf Ho Oh freut. Und wer von euch damit gerechnet hat, dass er im Dezember kommen wird. Also das war's von mir. Ich muss wieder nach Parsing. Bisschen farmen noch. Das Event läuft noch. Progenta ist auch weg seit heute Nacht. Schreibt unten rein, falls ihr einen gefangen habt. Wenn ja, wie gut. Ansonsten natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.